Hi, ich bin's, Erik von Riders. Heute stelle ich euch das neue Rotwild RX 750 vor. Wir stehen hier vor dem Ultra-Modell. Bei dem X-Modell handelt sich es ja sozusagen um die All-Mountain-Geschichte. Wir haben hier 150 mm Federweg und fahren zwei verschiedene Laufradgrößen. Das heißt, im hinteren Bereich haben wir 27,5 Zoll oder 27,5 plus. Das heißt, wir können bis 3 Zoll Reifenbreite fahren und vorne fahren wir mit 29 Zoll Rädern. Diese Reifenkonstellation ist eigentlich ziemlich cool, weil du hast ein sehr, sehr agiles Fahrverhalten, dadurch, dass du hinten ein etwas kleineres Hinterrad hast und einen besseren Losbrechmoment beim Beschleunigen natürlich, weil ein kleineres Rad natürlich weniger Schwung braucht, um loszukommen, als ein größeres hat. Vorne arbeitet Rotwild natürlich mit einem größeren 29 Zoll Laufrad, einfach um halt das Gripniveau zu erhöhen. Wir haben natürlich bei 29 Zoll Rädern eine größere Reifenauflagefläche. Dementsprechend hast du natürlich im Kurvenverhalten einen höheren Grip und vor allen Dingen auch vor Kurven kannst du später anbremsen durch diesen höheren Grip und bist halt, sag ich mal, vorher noch schneller unterwegs. Dann haben wir hier das Ultramodell stehen. Das Ultramodell ist natürlich das Topmodell von der Firma Rotwild. Wir haben hier einmal die Top-Ausstattung von Shimano, die XTR 1x12. Das ist sozusagen auch eine Erneuerung fürs nächste Jahr mit 12 Gängen. Natürlich auch in Verbindung mit einem Vierkolben-Bremssystem, was natürlich in diesem Einsatzgebiet von diesem Fahrrad gar nicht so schlecht ist. Dazu kommt, dass Rotwild bei dem Ultramodell auf das Fox Factory Fahrwerk Wert legt. Das ist dann sozusagen das Fahrwerk mit der Kashima-Beschichtung. Erkennt man natürlich an dieser goldenen Farbe. Vorteil dieser Kashima-Beschichtung ist einfach, dass die Gabel gleitfähiger ist und somit ein sensibleres Ansprechverhalten darstellt. Ja, und natürlich ist das Fahrwerk auch mit Abstand das leichtere Fahrwerk von allen, um halt das Gewicht zu drücken. Rotwild hat dieses Jahr natürlich Wert gelegt auf einen Vollcarbonrahmen, der natürlich dir den Vorteil bringt, auch nochmal das Gewicht zu trimmen. In Verbindung auch mit dem neuen Brose Drive S Mag Motor haben wir auch einen Motor drin, der sich technisch nicht wirklich verändert hat, aber das Gehäuse aus Magnesium hat den Motor einfach um ca. 400 Gramm leichter gemacht und dementsprechend wird das Gesamtgewicht des Fahrrades natürlich auch gedrückt. In Verbindung mit dem neuen 750 Wattstunden Akku haben wir natürlich auch einen sehr, sehr großen Akku, der natürlich eine sehr, sehr hohe Reichweite verspricht. Hier sind wir roundabout ca. bei 150 bis 170 Kilometern Reichweite, die, denke ich, fast jedem Hobby bis ambitionierten sportlichen Fahrer ausreichen sollte. Ja. Zusätzlich beim Ultramodell haben wir natürlich auch den Carbonlaufradsatz von DT Swiss serienmäßig verbaut. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Das ist die Vario-Stütze. Das ist die neue 8-Pins-Vario-Stütze, die uns als Händler und auch dem Käufer dieses Modells natürlich sehr, sehr viel einfacher macht. Weil wir können diese Stütze alle 6 mm in der Höhe fest einstellen. Das heißt, der Kunde, der dieses Rad käuflich erwirbt, dem stellen wir sozusagen die Stütze auf seine Sattelhöhe idealerweise ein. Egal, ob er relativ kurze Beine hat oder lange Beine hat, weil bei den vorigen Modellen war immer ein bisschen das Problem, wenn der Herr, sage ich mal, oder die Frau oder der Käufer ein Sitzriese war und sehr, sehr kurze Beine hatte, haben wir das Problem gehabt, dass wir eventuell teilweise mit den Hub der Stützen, die serienmäßig verbaut wurden, nicht klargekommen sind und wir die Stützen ändern mussten mit weniger Hub, dass der Käufer sozusagen richtig mit den Füßen auch mal auf den Boden kommt. Das ist hier jetzt nicht mehr der Fall. Dadurch, dass wir die halt individuell anpassen können, können wir das Rad sozusagen jedem Kunden gerecht machen. Zusätzlich ist es natürlich auch noch sehr, sehr aufgeräumt und clean. Wir haben keinen Schnellspannverschluss mehr. Die Stütze ist voll integriert. Wir haben keine Kabellagen. Es sieht aufgeräumt aus, passend zu dem Rest des Rades. Eine zusätzliche Erneuerung zu 2020 ist auch die C-Connect App. Wir haben die Möglichkeit, bei dem Pro und bei dem Ultra-Modell serienmäßig halt auf die App zuzugreifen und halt die vier Fahrstufen individuell anzupassen, prozentual, und die Software abzudaten. Bei dem Core-Modell ist das auch möglich, aber da nur, wenn man sich diesen USB-Dongle optional kauft und den dann vom Händler einbauen lässt. Das war es erstmal zu den groben Erneuerungen. Wir gehen jetzt nochmal auf die Details ein. So, als erste Erneuerung in den Details haben wir die Demontage des Akkus. Da hat sich Rotwild ein bisschen besseres System oder ein schnelleres System entwickelt, und zwar mit diesem Splint. Den Splint, der wird einfach quasi nur noch reingedrückt, umgeklappt, dann wird er entfernt und der Fanghebel sozusagen nach unten gedrückt
Und somit kommt der Akku dir quasi schon entgegen. Der muss dann nur noch ein bisschen rausgezogen werden. Und somit haben wir den schon in der Hand. Ein- und Ausbau ist ähnlich wie bei dem alten Modell. Vorne beginnt, also oben beginnt mit dem Einführen. Fanghebel nach unten drücken. Bisschen mit Schwung reindrücken. Loslassen, Fanghebel nach oben drücken. Splint wieder einsetzen. Fertig. Für den Splint wird es ein Sicherheitssystem geben. Das heißt, es gibt so eine Art Felgenschlosssystem mit einem speziellen Schlüssel, um halt den Akku vor Diebstahl zu sichern. Kann man optional sozusagen bei Rotwild erwerben oder bei uns erwerben. Dazu sonst nochmal würde ich euch nochmal gerne was zu der neuen Ladebuchse zeigen. Das Problem, also wir haben es festgestellt, dass wir sehr, sehr oft letztes Jahr diese Ladebuchsen verkauft haben, weil wahrscheinlich Leute die sehr, sehr schnell verloren haben. Es ist nach wie vor eine magnetische Ladebuchse, die man aber jetzt während dem Ladevorgang am Fahrrad direkt neben der Ladebuchse magnetisch platzieren kann. Somit kann man sie nicht verlegen oder verlieren. Na, das finde ich ein ganz cooles Goodie. Sonst magnetisch einfach wieder einführen. Fertig. Die nächste Erneuerung, die wir haben, ist Monkey Link. Wir haben in dem Vorbau ein voll integriertes Monkey Link Prinzip. Das ist sozusagen ein Licht Plug and Play Modell, wo man quasi einfach die Lampe magnetisch vorne in den Vorbau einsetzt und somit direkt losstarten kann. Es wird dann einfach das Licht wird dann eingeschaltet über die Remote, über die Fernbedienung oder über das Display und funktioniert super und einwandfrei. Und man kann sie natürlich auch durch diesen Hebel auch wieder ganz einfach entfernen. Rotwild empfiehlt Supernova als Lichthersteller, weil damit haben sie auch wohl alles getestet und es funktioniert einwandfrei. Es gibt natürlich auch andere Hersteller wie Lupine etc., die natürlich auch mit Monkey Link arbeiten. Monkey Link wird es auch für andere Hersteller optional geben, für andere Fahrradhersteller. Bloß hier bei Rotwild ist es gerade voll integriert, direkt im Vorbausystem. Das ist halt wirklich sehr, sehr schön. No. Dann noch weiter zum Vorbau ein kleines Detail. Wir haben hier oben noch eine kleine Abdeckkappe, wo es einen Handyhalter geben wird von der Firma SP Gadgets, den man einfach raufschraubt, wo man sein Handy dann einfach raufdrehen kann und halt dann nochmal ein paar Detailaufnahmen über die App zum Beispiel abrufen kann während der Fahrt. Dann für die Leute, die natürlich einen Ständer montiert haben möchten bei so einem Fahrrad, gibt es auch eine Adapterplatte häufig zu erwerben von der Firma Rotwild. Das ist in Verbindung gleich mit einem neuen Steckachssystem, weil die Achse muss ja natürlich ein bisschen länger sein, wenn da so eine Adapterplatte runter soll. Und dann kann man tatsächlich hier auch einen Seitenständer montieren. Das sind quasi so erstmal die 3 bis 4 Features, die es als Zubehör noch weiter geben wird. So Kleinigkeiten wie Monkey Link Flaschenhaltersysteme werden wahrscheinlich auch kommen. No? Es wird eine Flasche geben von Rotwild, die halt auch über Magnettechnik, deswegen haben wir hier auch schon vorgefertigt diesen Halter dran, hier sozusagen auch einfach aufzuklicken ist. Ja, das sind erstmal so die groben Erneuerungen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Sonst, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne das Video unten nochmal kommentieren oder klickt hier oben für das andere Video. Wir haben auch schon ein Video über das RC-Modell gedreht. Vielleicht habt ihr daran auch nochmal Interesse.